Willkommen, liebe Freunde, ich bin Klebejer und ganz, ganz kurzes Infovideo, liebe Freunde. Nehmt es mir nicht übel, wenn heute morgen und eventuell übermorgen keine Livestream kommen. Freunde, heute haben wir 38 Grad, morgen sind bis 41 Grad angesagt und genau übermorgen kommt das Schlager, weil da kommt richtig die heiße Luft aus Afrika hier hoch, bei uns in ganz Deutschland und bei uns sollte 45 Grad sein und ich sehe das mir. Nehmt es mir bitte nicht übel, aber ich seht es nicht ein, eher von Regner zu sitzen, wenn ich draußen ein schönes Pool habe, wo ich mich ein bisschen implanschen kann und dazu livestream und das dann eher noch kaputt geht. Leute, muss nicht sein. Also ich gehe auch davon aus, dass der ein oder andere Zuschauer lieber im Freibad geht oder irgendwas draußen, anstatt vor dem Computer zu hocken, den Livestream anzugucken oder irgendwas geschweige von zocken. Ja, liebe Freunde, ihr habt es richtig erkannt. Wir sind hier bei Need for Speed World. Endlich sind die polnischen Server online. Und jo, dann machen wir kurz eine kleine Runde hier durch die Garage. Erstmal hier kurz Welt. Zeige ich euch, was wir schon am Auto gemacht haben. Wahrscheinlich werden wir das ein oder andere Video auch von Need for Speed World machen. Auf Ultra, auf 4K. Aber ich kann... So, lass uns zur Garage gehen. Liberalisierung, Wagenwechsel, ihr. Wagenwechsel, Leute, jetzt kommt meine schöne Auto. Volkswagen Scirocco. Das Beste überhaupt. Die McLaren. Der Golf, giftig, klein, aber brutal, Freunde. Dann haben wir den Viper eher als Polizeiauto. Wir machen nicht die ganze Runde, Audi LCM Ultra haben wir da, weil es sind ein paar, schon viele, was wir gesammelt haben. Da noch mein Bulle-Auto von Ford Mustang. Königsegg Agera haben wir auch hier am Start, liebe Freunde. Nicht getunt alles, also die meisten Fahrzeuge sind nicht getunt. Einzige Fahrzeuge, die wir getunt haben, sind insgesamt drei. Aber vollgetunt brauchen wir noch viele. Königsegg CCR haben wir hier. Der Königsegg CCR Editor, das haben wir auch. Wunderbar, Leute. Das ist schön. Also ich muss mal sagen, das waren die Server, waren erstmal Stash-Version und man hatte den Vorteil, solange die Server aufgebaut haben, nebenbei zu spielen. Und jetzt kommt der Hammer. Pro Runde Polizeijagd und so weiter hat man zwischen 900 und 1,4 an Kohle gemacht, also 1,4 Millionen. Und dadurch konnte man schnell diese Wagen besorgen, genau wie manche Teile das auf Elite-Tuning-Teile noch reinmachen. Jetzt ist es mittlerweile so, ihr seht es ja oben rechts, haben wir noch 8.742.000. Mittlerweile ist es schon so weit gekommen, dass jetzt selber fertig aufgebaut worden sind, endlich auf, alles online gegangen ist und man nicht mehr so viel Geld bekommt wie Erfahrungspunkte. Ne, 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 Leute. Das Gegenteil. Jetzt musst du richtig schwitzen und dich dranhängen, weil jede Runde kriegst du nicht mehr 800 bis 1,4 Millionen. Das Gegenteil, kriegst du nur 200.000 bis 300.000. Also, großer Unterschied. Und damals, wo die Server noch bei Aufbauen waren, dann haben wir insgesamt, müsste ich vielleicht irgendwie, ich glaube, waren 7 oder 9 Stück, haben wir mit Zaun gespielt. Verfolgen sie auch, dann waren wir schon Level 75 oder 70. Der Max ist noch ein Level erreicht. Das war richtig nice, was jetzt nicht mehr möglich ist. Wir haben noch die Lamborghini Aventador LP 704. Dann haben wir, oh, Leute. Lamborghini Reventor, da haben wir das auch hier. Ganz schnell hier durchgehen. Mercedes Pagani Sonder haben wir hier. Noch Porsche 911 Bulle Auto. Porsche Carrera GT haben wir auch an Sortiment. Need for Speed World, das sind die Wagen von Need for Speed World. Kennen wir ja von damals, vor 5 Jahren war das letztes Mal, dass wir Need for Speed gespielt haben, aktiv. Da waren wir so viele Leute, haben wir noch Event gespielt und jedes Mal. Was jede Woche haben wir schon eine PSF-Karte rausgehauen, Freunde. Richtig geil. Dann haben wir wieder Lamborghini aus... Jo, Lamborghini. Dann wieder Lamborghini. Ey, ich habe so viele Lamborghini hier. Astro Martin aus Bulle ist auch da. BMW. Wieder BMW. Man sagt einfach bei BMW, bei Mercedes weggeschmissen oder bald mein Wagen oder das Hammer. Bayerische Mistwagen. Also... Weiß ich nicht, also. Wenn ihr noch andere Sprichwörter über BMW kennt, liebe Freunde, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Werde ich mir alles durchlesen. Was haben wir hier? Dann haben wir nochmal BMW. Chevrolet haben wir auch am Start. Schönes Ding hier.
Nochmal Chevrolet Dodge Challenge haben wir auch. Und der letzte ist der Ford GT. Also alle A-Klasse und S-Klasse, wichtiges Auto. Also sagen wir so, zu 95% haben wir alle A- und S-Klasse. Also da gab es ein paar Autos, die so richtig langweilig waren und nichts unter die Haube haben, obwohl das S-Klassen waren. Und ja, liebe Freunde, das war das kleine Video. Wie gesagt, nehmt es mir bitte nicht übel, wenn dann die nächsten 3 Tage keine Livestream kommen, aber ich gehe nicht wegen den Livestream kaputt. Wenn ihr Deutsch seid oder das nicht anseht, tut es mir leid, aber Leute, ihr müsst es auch verstehen, dass man schön und gut, dass man Livestream tut. Ich verdiene sowieso kein Geld, habe ich von dem her bin ich auf nichts gebunden oder gezwungen, unbedingt was zu machen. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, liebe Freunde, nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch schöne Tage. Genießt die Sonne. Geht schon ins Wasser. Schwimmen, liebe Freunde. Und nicht vergessen, viel zu trinken, weil die Wärme, was auf uns zukommt, ist auch nicht ganz ohne. In dem Sinne, liebe Freunde, wir sehen uns dann. Ich gehe wieder ins Pool. Tschüss.